natürlich nicht typisch präsidial. Also seine gesamte Kampagne baut ja auch darauf auf, dass er sagt, ich bin ganz anders als die Politiker, ich mache das so ein bisschen aus dem Handgelenk raus. Er hat letztens ganz öffentlichkeitswirksam auf einer seiner Rallyes den Monitor abgebaut und gesagt, das brauche ich gar nicht. Und eigentlich möchte ich auch aus dem Bauch raus reden, so wie ich bin als Mensch. Und diese populistische Narrative, die fährt da ganz intensiv. Danach hat er eine große Story draus gemacht, er hätte jetzt die Fesseln abgeworfen, der Monitore, ne, der Prompter, der Teleprompter, und sei jetzt wieder ganz bei sich und so sei es auch am besten, denn eigentlich wolle er gar kein Politiker sein, aber da ist er nun mal reingerasselt, nicht wegen sich, sondern für die Menschen, und aber so richtig hat er mit der Politik nichts am Hut. Und das ist seine Story. Insofern, er stellt sich da als wenig präsidial. Aber das ist bei ihm ein Trick und das geht ganz gut. Und die Strategie bei den Primaries war ganz klar, er hat sich gesagt, ich nehme mir jeden einzelnen Gegner nacheinander vor, und ich demontiere sie. Und das hat er rhetorisch stark gemacht. Er hat zum Beispiel bei Jeb Bush ihn sofort benannt als den Low Energy Jeb, also jemand mit ganz wenig Energie. Er hat gesagt, du kannst dich nicht durchsetzen. Dann ist er, und Jeb Bush hat ja sehr, sehr viel finanzielle Mittel und überhaupt ein gutes Standing. So. Als Jeb Bush dann im Prinzip ausgeschaltet war, sag ich mal, ist er weitergegangen zu Ted Cruz, hat gesagt, Lying Ted. Ted lies, ne? Ted lügt. Das haben seine Follower dann mit aufgenommen. Auf einmal hatten wir den lügenden Ted. So, dann war Ted weg, dann hatten wir Marco Rubio, dann hat er gesagt, Little Rubio. Und hat gesagt, Little Rubio, du bist eigentlich wie ein Kind, du bist noch gar nicht erwachsen, bist wie so ein kleiner Junge. Lass mal, geh mal, ess mal deine Kekse, trink deine Milch, geh mal ins Bett und mach ein Nickerchen. Lass mal den echten Mann den Job machen. Das heißt, und das ist Trumps Strategie und das ist definitiv Strategie, das macht er ja nicht aus dem Handgelenk. Er hat sich jeden seiner Gegner nacheinander vorgenommen, von dem Stärksten, dann sich weiter runtergearbeitet und hat sie nach und nach ausgeschaltet mit sehr gezielten Kampagnen gegen die Person. Er ist viel aggressiver als die anderen Kandidaten. Er ist auch aggressiver als Hillary. Das heißt, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er hat eine Sprache, eine Rhetorik, auch eine Körpersprache. Wir haben es ja gesehen in dem zweiten TV-Duell, wo er gerade zu Hillary Clinton da durch diese Arena verfolgte und irgendwie immer so hinter ihr her war. Der hat eine, ich sag mal, eine Aggression in seiner Sprache, in seiner Körpersprache. Die hat so kein anderer Kandidat. Und das funktioniert, weil er ja die Wählerschaft in Amerika ansprechen will, die eher mal auf Krawall gebürstet ist und die sagt, oh, wir müssen starke Männer haben und starke Führungsfiguren, und das verkörpert er. Und das ist etwas, da hat auch von Beginn an niemand wirklich gewusst, wie kommen wir da eigentlich gegen an. Werden wir jetzt selber ganz aggressiv? Verfallen wir selber in die gleiche Tonart? Das würde natürlich authentisch zum Beispiel für eine Hillary Clinton nicht funktionieren. Das heißt, man hatte sofort dieses Problem, wir können nicht das gleiche Spiel spielen, aber wir müssen irgendwie mit ihm spielen und mit ihm umgehen. Und das war eine Strategie, die hat gesessen. Natürlich hat das viel überrascht, dass er mit derart grober Art und Weise bei den Amerikanern noch ankommt. Aber die Amerikaner haben durchaus eine grobe Ader, auch in ihrer Kultur, ja. Das hat gut funktioniert von daher. Und das ist sicherlich einer seiner größten Tricks. Trump fährt eine Kampagne, in der er setzt auf die Angst, auf den physischen Ekel und auf die Aggression. Beispiel physischer Ekel. Er hat es zu einem Riesenthema gemacht und man hat sich gefragt, wieso. Aber wir wissen, wieso. Er hat es zu einem Riesenthema gemacht, dass Hillary Clinton bei einem TV-Auftritt eine Toilettenpause gemacht hat. Dann hat er gesagt, oh, ich weiß, wo sie hingegangen ist. Das ist ganz ekelhaft. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich will gar nicht drüber reden. Ekelhaft ist das, ekelhaft. Dann sagt er über seine Gegner, die schwitzen so stark. Dann sagt er, die Mexikaner, die kommen hier rein nach Amerika und die bringen ganz eklige, ansteckende Krankheiten mit sich. Das heißt, egal ob es jetzt um seine Gegner geht oder um politische Themen, er nutzt die Idee des Ekels und sagt dann zugleich, wisst ihr was, ich bin ein totaler Germophob. Ich wasche mir ständig die Hände, ich bin ein ganz reinlicher Mensch, das ist mir ganz wichtig, ich bin da wirklich ganz penibel. Und das sind, um diese Kampagnenmomente zu verstehen, muss man natürlich das konservative Gehirn kennen. Aber das sind diese Emotionen, die er sehr gezielt anspricht mit Strategie. In Ihrem Gehirn, in meinem Gehirn, im Gehirn eines jeden Mitbürgers oder Zuschauers sind genau die Worte, die einfache Dinge benennen, am stärksten neuronal vernetzt. Weil wir diese Dinge aus der Welterfahrung kennen. Wir kennen Mauern aus der Welterfahrung, also bauen wir jetzt eine Mauer nach Mexiko. Wir kennen Sümpfe, wir wissen, wie sich nasser Matsch anfühlt. Also trocknen wir jetzt den Sumpf in Washington D.C. aus. Das heißt, diese einfache Sprache, die mag so mancher belächeln, neuronal gesprochen ist sie hocheffektiv. So, also die Frage ist natürlich erstens, wie kann jemand so reden in der Politik? Naja, eigentlich, solche Sprachmuster haben wir auch früher schon bei der Bush-Administration gesehen. Das ist jetzt gar nicht so neu.
wieso hat er damit so viel Erfolg? Weil es die Leute einfach wahnsinnig mitnimmt und die sich richtig darüber ereifern. Und natürlich ist es eine Sprache, die zum Beispiel Hillary spricht ganz anders. Die ist mit Hillary nicht zu vergleichen, aber es ist eine Sprache, die funktioniert. Und das ist noch ganz spannend und auch wichtig zu wissen, er hat einen riesen Entertainment-Faktor. Man darf nicht vergessen, in Amerika ist Politik Entertainment. Da geht man in große Public Viewings, also wie bei uns in Europa zum Beispiel zur Europameisterschaft vom Fußball, und guckt gemeinsam Politik und macht dann eine Party draus. Und umso unterhaltsamer ein Politiker, desto mehr Aufmerksamkeit. Jetzt spricht er in seinen Reden, jetzt gerade in der letzten Woche, ganz viel davon, dass Amerika praktisch vor der Auflösung steht. Er spricht davon, dass Amerika vergiftet wird mit Drogen aus Mexiko, vergiftet wird mit Immigranten, vergiftet wird mit muslimischen Einwanderern. Das heißt, Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Bildern, wo er sagt, Amerika geht es nicht nur schlecht, jetzt legt er noch einen drauf, Amerika steht eigentlich kurz vor dem Tod. Ja? Und dieses Gefahrenszenario, dann zu sagen, make America great again, make America whole again, lasst uns Amerika retten, denn eigentlich ist sie so ein bisschen auf dem Absprung. Das ist seine Taktik da. Die geht auch leider auf. Er schafft also eine Atmosphäre des gefühlten Kriegszustands. In dieser Atmosphäre geht er jetzt auf die Bühne und sagt, wisst ihr was, ich bin ein ganz starker Typ. Ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich kann aggressiv sein, ich bin in meiner Körpersprache ein echter Rowdy und ich werde auch als Politiker ein Rowdy sein. Ich werde unsere Interessen durchsetzen, America first. Seine Unterstützer nennen ja Big Daddy. Ne? Trump ist Big Daddy. Und wir haben auch gesehen in der Forschung zum Beispiel, da haben wir uns angeschaut, Menschen, die strenge Familienwerte hochhalten, wo man sagt, der Vater ist der Mann im Haus, ich bestrafe dich, damit du ganz diszipliniert wirst. Es tut mir mehr weh als dir. Ich mache es dir zuliebe, mein Kind. Diese Ideologie des Familienalltags, wer die hat in Amerika, das ist ein ganz starker Indikator, dass man Trump wählen will. Und man spricht über ihn auch als strengen Vater. Und dieses Bild des strengen Vaters, das ist natürlich das, das er bedient.